Stichwort Fake News, jetzt aber nicht in Textform, sondern in Bildform. Also das, also der Wahrheitsgehalt sozusagen des Bildes steht sozusagen auf der Kippe oder ja, man muss sich da einfach kritisch dann sozusagen mit diesen Quellen auch auseinandersetzen. Also ich habe in meinen ja jetzt schon 12 Jahren in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel auch immer wieder mit Fotografie gearbeitet. Ich habe zum Beispiel mal eine wunderbare Ausstellung mit Magnum-Fotografen, also dieser berühmten Fotoagentur Magnum. Das war 2013. Oder auch bei Sammelausstellungen zur großen ostbayerischen Kunstausstellung oder so tauchen immer wieder Fotografien auf, auch bei dieser Reihe Spaces, die ich mit den Kunsterziehern an der Uni schon lange mache, die alle 2 Jahre stattfindet, sind auch Fotografien dabei. Also ich habe eine große Marilyn Monroe-Ausstellung gemacht mit den berühmten Last-Sitting-Fotos von Bert Stern. Also immer wieder habe ich sozusagen die Fotografie als künstlerisches Medium auch in mein Ausstellungsprogramm mit aufgenommen. Was macht eine gute künstlerische Fotografie aus? Das ist eine sehr gute Frage. Also Andy Scholz, der Kurator dieses Festivals fotografischer Bilder, den habe ich 2011 hier groß gezeigt in der Städtischen Galerie. Eine große Ausstellung in allen 3 Räumen, also im ersten OG, in dem großen Ausstellungssaal und im zweiten. Und das war eine ganz tolle Ausstellung, wo er auch speziell für, also ich hatte ihn vorher eingeladen, in Regensburg zu fotografieren und diese Bilder dann auch zu zeigen. So eine Art Kurz Artist in Residence, und das hat er auch wunderbar gemacht. Er hat eben die Abseiten sozusagen der Stadt gesucht und hat nicht jetzt die touristischen Highlights fotografiert, sondern er hat die Steinerne Brücke fotografiert, aber er hat die Baustelle, die es damals noch war, da war ein Zelt drüber, und er ist sozusagen da rein in dieses Zelt und hat in der Baustelle fotografiert, hat also quasi die Steinerne Brücke ganz anders dargestellt. Und also wenn man ein Kriterium nennen will, dann ist es sicherlich das, dass der Fotograf oder die Fotografin einen völlig anderen Blick entwickelt und Dinge anders sieht, vielleicht auch uns BetrachterInnen sozusagen darauf stößt, also auch was allgemein ja für die bildende Kunst auch gilt, sozusagen Denkräume zu eröffnen oder einfach ja unsere Sicht auf die Welt anders zu interpretieren und darzustellen. Und wenn das eine Fotografie schafft oder eine Geschichte, quasi eine komplette Geschichte in einer Fotografie zu erzählen, dann ist das für mich ein Kriterium, dass es sich da um Kunst handelt. Also diese Bilderflut, die einen zu erschlagen droht, da muss ich die wirklich künstlerische Fotografie oder die wirklich gute Fotografie eben abheben. Und ich glaube, das kann sie. Ich glaube, wir können alle nicht mehr aus dieser Flut heraus. Also da ist, man macht Instagram auf oder Facebook oder was weiß ich, und man wird sofort mit Bildern zugeschüttet gewissermaßen. Und das lässt sich, glaube ich, nicht zurückdrehen. Also das ist ja einfach Ausdruck der Zeit. Wir leben in dieser Bilderzeit. Aber grundsätzlich besteht eine große Gefahr, also dass man vielleicht auch irgendwann bildermüde wird. Was man dagegen tun kann, weiß ich nicht. Vielleicht Digital Detox oder ja, in Ausstellungen gehen mit Fotografien, wenn es dann wieder erlaubt ist. Also wirklich sozusagen das, wofür ich ja auch mit meiner Städtischen Galerie oder mit der Städtischen Galerie stehe, also dass wir das Original zeigen. Also ne, ich habe jetzt zum Beispiel eine Ausstellung, haben wir aufgebaut, das ist jetzt nicht Fotografie, das ist aber was anderes. Und wir haben einen Ausstellungsfilm machen lassen, der jetzt auf YouTube zu sehen sein wird, auf Facebook, in Kurzform auf Instagram. Aber das kann natürlich
den Besuch des Originals, sozusagen die Aura des Originals, nicht ersetzen. Und das wird, glaube ich, für uns auch, oder das tröstet mich so ein bisschen, dass wir als Ausstellungsinstitution da eine Daseinsberechtigung behalten. Und ich sehne sozusagen auch schon den Tag herbei, dass die Türen wieder geöffnet werden, weil ich glaube, eine große Sehnsucht, hoffe ich zumindest, in der Bevölkerung besteht, auch wieder Kunst anzuschauen im Original. Im Moment beobachte ja sozusagen die Szene und im Moment ist ja die Lena Schabus sozusagen in aller Munde. Also die macht das ja auch, also die erzeugt ja Fake-Welten, also mit Hilfe des sozusagen PCs, ihre Stadtlandschaften da sozusagen, das sind ja künstliche Welten, das sieht man auch sofort, das ist keine Fake-Absicht, aber das sind natürlich auch neue Möglichkeiten, da völlig neue Welten sozusagen mit Hilfe der digitalen Fotografie auch zu erstellen. Also was bildende Künstler und Künstlerinnen ja immer sozusagen die Möglichkeit hatten. Also die Leinwand ist erstmal weiß und dann kann da eine völlig neue Welt entstehen. Ne? Und das ist sozusagen mit der Fotografie, zumal mit der digitalen Fotografie ja auch möglich. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Strang sein wird, der auch bleiben wird und der diese neuen technischen Möglichkeiten berücksichtigt. Aber es gibt ja interessanterweise dann eben auch immer die genau ins Gegenteil gehen. Ne? Es gibt eine Fotografin hier in Regensburg, die auch schon mit der Kamera Obscura, ja, sozusagen experimentiert hat. Und das sind, glaube ich, so die Eckpfeiler, also digitale Möglichkeiten, weiterhin die analoge oder eben ganz einfache Techniken aus der Urzeit sozusagen der Fotografie oder des visuell Möglichen. Und das ist halt eine spannende Bandbreite, die sich da der Fotografie öffnet. Wer weiß, was da noch alles so sozusagen kommt. Ich glaube nicht, dass man vielleicht nur so einen Hauptstrang oder so. Ich glaube, da sind die Kreativen auch einfach zu unberechenbar. Also die dann vielleicht auch wieder andere Möglichkeiten oder Ausdrucksmöglichkeiten suchen und da weiterarbeiten werden. Das bleibt ja auch nicht stehen. Also dieses künstlerische Medium Fotografie bleibt ja logischerweise auch nicht stehen. Und das ist ja auch das Spannende und das Gute daran.